Na, perfekt. Klingt aus. Ja, liebe YouTube, Lichtgeschwindigkeit, Internetpraktikanten, das Weihnachtsfest 2011, haben Sie sich ein bisschen bewegt, ein bisschen frische Luft? Also ich kann nur sagen, es tut total gut. Ich habe jetzt gerade meinen Umstände halber heute hineingepasst, einen 10 Kilometer Lauf gemacht. Am Anfang dachte ich wirklich, es geht nicht, weil es nicht meine Tageszeit war. Aber es war sehr schön, jetzt bin ich sehr angewohlt und ich hoffe, es geht Ihnen hier weihnachtlich gut. Ich sende meine besonderen Grüße an Burkhard Müller-Ulrich von der Achse des Guten, der Kumpel von Tankred Broder, hätte ich fast gesagt, Hendrik Broder, unserem Berufshetzer. Herr Müller-Ulrich, gehen Sie in sich. Ich habe gerade in den Nachrichten um 15 Uhr gehört, es ist eine große Katastrophe, ein Bericht sozusagen über die völlige irrationale, kollabierte Organisation der TEPCO nach der großen Atomkatastrophe vor 9 Monaten. Herr Müller-Ulrich, die haben nicht von einem großen Tsunami gesprochen vor 9 Monaten, sie haben auch nicht von einem großen Erdbeben gesprochen. Ja, da gab es vor einigen Jahren ein größeres, mit 200.000 Toten nämlich, sondern hier reden wir von einer einmaligen Super-GAU-Katastrophe Fukushima, von der Sie offensichtlich bis heute noch nichts kapiert haben, und ich möchte aber trotzdem sagen, es ist immer ein Weg zurück möglich. Stellen Sie sich irgendwann mal bei passender Stelle hin und sagen Sie, ich, Burkhard Müller-Ulrich, ich bin ein arroganter Idiot, aber immerhin noch so intelligent, dass ich jetzt eingesehen habe, dass man in Fukushima nicht nur die durch den Tsunami getötete Anzahl der Japaner zählen darf, sondern diese Katastrophe Weltausmaße hat. Gut, das war mein Appell ans Gewissen. Und dann habe ich noch etwas weiteres zu sagen, und zwar, was mich sehr gefreut hat. 1987, 88, 89 habe ich in der Herzogstraße direkt um die Ecke gewohnt, wo auch der hier seit langen Jahren etablierte Autor der Süddeutschen Zeitung, Willy Winkler, wohnte. Und der hat hier eine Weihnachtsgeschichte geschrieben mit einer fiktiven Personage, nämlich einem Weihnachtsbaum, der durch die Diskussion, die hier dann dargestellt wird, ruckartig die Nadeln fallen lässt. Und dann, also hier kann ich das jetzt sagen, ich habe das gelesen, da ist dann auch Thomas Gottschalk dabei, da ist Helmut Schmidt, Peter Scholler-Thur, der Bundespräsident Wulff, naja, die reden also ein Zeug dabei, und Herr Winkler macht sich selbst den Spaß, und mir immerhin darzustellen, was er von diesen wirklich super prominenten Oberschwätzern hält. Und ich habe ja vor ein paar Tagen gesagt, die Süddeutsche Zeitung, die ich sehr schätze, kriegt es dann trotzdem nicht hin, mal die SPD als Blockpartei richtig durchzunehmen. Aber hier ist immerhin Helmut Schmidt im Mittelpunkt der Bagage. Und das muss er aushalten. Er wird hier beim Betrachten der Lichtgeschwindigkeit sich überlegen, ob er einen Kommentar schreibt, denn wenn Helmut Schmidt einen Kommentar schreiben wird, wird er von mir beantwortet. Ja, und dann habe ich noch etwas anderes, auch noch zu Weihnachten, für einen der furchtbarsten und gefährlichsten, weil auch relativ unpopulär, Funktionär in der deutschen Kulturorganisation,
er sozusagen auf der Seite der Blockparteien herumfuchtelt und insbesondere im Rahmen der sozialdemokratischen Strategie, der Salonpersonage, der verirrten Kunstorganisation sein Unwesen treibt. Wolf Lepenis kann es jederzeit erzwingen, über die Staatsverträge in den staatlichen Rundfunkanstalten zufällig mal interviewt zu werden. Dann drücken sich die intelligenteren Radioleute natürlich vor dem Termin und lassen dann mal Jüngere ran. Das Problem ist dann, dass da Jüngere nicht geeignet sind, dem Wolf Lepenis, wenn er seinen Schwachsinn verbreitet, dann die entsprechend klaren Fragen zu stellen und nachzufragen. So war es heute Morgen wieder leider ein Propagandazug der Salonpersonage von Wolf Lepenis im Deutschlandfunk, und der Deutschlandfunk-Interviewer hat es einfach nicht gebracht. Ich nenne den Namen jetzt nicht, der war noch jung, der soll jetzt nicht fertig gemacht werden, aber ich sage nur eins: Wolf Lepenis hat also gesagt, wie Herr Wulff, ja, wir können alle Fehler machen, es ist ein Fehler, wenn man Geld nimmt, was einem nicht zusteht. Das ist aber nicht gleichzusetzen, wenn man mit einem Auto einen Autospiegel abfährt. Aber Fehler machen, und Wolf Lepenis hat Fehler gemacht, weil wir Intellektuelle, also er zählt sich zu den Intellektuellen, versagt haben, was die Entwicklung Europas betrifft, in Bezug auf die ganze Welt. Wir hätten den Blick für die Welt verloren, weil wir nur noch auf Europa schauen würden seit vielen Jahren. Und dann kommt das Stichwort von Wolf Lepenis: Wir haben es nämlich versäumt zu verhindern, dass es zu einem, jetzt kommt ein französisches Wortkompositum, zu einem Chinafrik, also chinesischem, afrikanischen Spezialbeziehungstum gekommen ist. Und das wird sich in Zukunft rächen, weil die Europäer nur an sich denken. Und ich kann nur sagen, ich habe schon mehrere Vorträge von Lepenis über europäische Kultur und so weiter gehört. Der hat keine Ahnung, er ist einfach nicht intelligent genug, er ist ein Bonze. Ich finde das ganz furchtbar, und insofern ist das nicht die Frage, was man sich am Schreibtisch ausdenkt, wie Europa sein soll, sondern man muss auf Politik gucken. Wie funktioniert Politik? Und es ist völlig klar, im Jahre 2011 haben europäische Staaten, ohne sich untereinander abzustimmen, ein Krieg angefangen in Libyen, nämlich Frankreich. Wer wollte, hat dann mit hineingeschlagen. England. Aber es ist völlig eindeutig, dass Europa keine europäische Militärpolitik hat. Und Europa hat keine europäische Militärausrüstung. Und da können wir noch über Euro- und EU-Vertrag diskutieren. Die harten Fakten, die sind das Militär, die Macht, die Wirtschaft. Und diese Bedingungen sind nicht europäisch. Und dann brauchen Intellektuelle nicht zu schwatzen, sondern sie müssen gucken, dass da, wo die Dispositive sind, da, wo die Fakten sind, wo es geschieht, dass da für das Bewusstsein gesorgt wird, hier wird Europa entschieden. Zum Beispiel beim Militär. Was hat Herr Gutenberg gemacht mit der Abschaffung der Bundeswehr? Ja, er hat weltpolitisch gedacht, super. So, Herr Lepenis, schönen Spaß beim Gründen weiterer Kulturvereine. Das wurde dann nebenbei auch noch gesagt. Da kann man doch mal sehen beim Goethe-Institut, wie die Vereinsorganisation doch immer geeignet ist, die große Kultur in Ägypten und in Libyen und so weiter zu besorgen. Ja, viel Spaß in China. Und dafür ist Herr Lepenis allerdings nicht entscheidend. Und er hat es aber überhaupt gar nicht schwierig, sich mal eben kurz mit fremden Federn zu schmücken und so weiter. Also wunderbar, das ist Weihnachten 2011. Wir haben also wirklich richtig Grund, uns zu freuen. Es kann besser werden. Und das soll es dann auch. Und erstmal schöne Weihnachten. Dankeschön.